Herzlich willkommen zum nächsten Part. Wir wollen diesmal die Axe eine Retopology überziehen, weil das ist ja noch alles Skype-Objekt und das ist eine ganze Menge Vertex, wie ihr seht. Das ist für unser Projekt einfach viel zu groß. Wir wollen jetzt eine Low-Poly-Mesh erzeugen und über diese komplette Axt aufsetzen mit Shrinkwrap-Modifier. Und das fangen wir erstmal an. Aber ich will erstmal der Axt etwas noch eine gewisse Form geben. Damit fangen wir auch gleich an. So, wir gehen auf Tab, Vertex, gehen mal ein bisschen näher ran, klicken mal den einen Vertex, schalten Proportional an, GZ, machen mit dem Mausrad den Kreis etwas größer, ziehen das mal so längs, ja, so ungefähr. Und jetzt drücken wir R für rotieren. So, genau. Und dasselbe machen wir nochmal oben. GZ. So. Und jetzt R für rotieren. Ja. So. Genau, so gefällt es mir auch besser. Alles klar. So, jetzt wollen wir mal hier in diese Fläche noch ein paar Verzierungen versetzen. Da gehen wir einfach mal in Edit-Modus wieder. Nutzen die Face-Funktion. Klicken mal diese Fläche hier an. Ja, müsste eigentlich gut gehen. Ja. C für Circle Select. Das ist einfacher. Gehen einmal durch diese Fläche. So, vielleicht den nochmal. Ich glaube, das ist doch zu viel. Wir gehen mal auf Steuerung R, machen hier noch einen Loop. So, genau. Nochmal Circle Select und markieren diese Fläche hier. Okay. So, und jetzt mit E extrudieren wir es rein. So. Genau. Dann machen wir noch ein Steuerung R, ein Edge Loop, sondern hier rein. Genau. So. Genau. Und dasselbe hier auf der hinteren Seite. Dann machen wir ein Edge Loop hier mit Steuerung R. Hier ungefähr, bis hier hin, genau. Gehen auf Face Select. So, genau. Mit Edge, mit E, Entschuldigung, extrudieren wir es rein. So ungefähr. Okay. So, und dann. Wir gehen mal hier auf unser Modifier, klicken mal auf diesen Vertex-Symbol. Dann erkennen wir wenigstens, wie die Verformung hier ist. Und machen Edge-Stop hier rein, damit wir eine Schärfe haben. Ja, so. Genau, das sieht ja schon mal gut aus. Okay. So. Also, wir wollen hier drinnen noch ein paar oder Unebenheiten noch reinsetzen. Wir wollen ein paar Verzierungen noch versetzen oder ein paar Formen reinsetzen, ne, damit es einen gewissen Style hat. So, fangen wir mal an. Wir gehen mal hier hin und drücken 1, Frontansicht. K. Machen wir mal hier so. Oder wartet, Escape wieder zurück. Gehe ich noch näher ran. Hier, hier, Enter. K. Wieder mit K machen wir diesen Messer. Machen wir einen Schnitt. Enter.
Achso, den können wir wieder ausschalten. So. So. K, dann gehen wir mal so komplett durch oder bis hierhin. So, Enter. Enter. Hier sind ein paar Symbole, da machen wir hier noch ein paar welche. Enter. Und dann machen wir hier noch was. So. Enter. Gehen hier noch mal drauf. Machen. Ihr könnt so wie beliebig, ihr könnt selber eure Formen hier reinsetzen. Nach Lust und nach Geschmack. Okay. Dann machen wir mal noch hier eins, kleinen Durchzug. So. Ja, das würde hier noch vielleicht in der Mitte welche. Hier nochmal. So. Genau. Hier noch eins. Okay. So, dann gehen wir auf Face Select. Klicken uns jetzt diese Flächen an, die wir heraus extrudieren wollen. Klicken wir. Okay, der geht bis zum Rand. Das will ich nicht. Da müssen wir noch ein Edge, einen Schnitt hier setzen. Machen wir hier durchgehend. So. So, dann klicken wir den. Den. So, den. So. So ungefähr. Okay. So. Und jetzt mit Extrudieren. Wir es bisschen raus. Genau. Ja, diese unleitliche Verformung kommt daher, weil wir zu wenig Schnitte haben. Das können wir aber ändern, wenn wir zum Beispiel hier. Und einfach hier mehr Polygone setzen sozusagen. Okay. Und jetzt mit Edge-Steuerung R können wir über diese Teile nochmal einen Schnitt setzen, damit es scharfkantig ist. So. Oder wir machen das ganz anders. Drücken die Flächen.
So, und jetzt drücken wir I und ziehen das zusammen. So ungefähr, genau. Ja, wie gesagt, die Schnitte könnt ihr selber so erstellen, wie ihr wollt. Ja, hier geht es nur darum, es zu zeigen, wie es funktioniert. Ja, vielleicht könnten wir hier noch einen extrudieren. So. I. So. Okay. So, gut. Das ist das. Jetzt haben wir hier unsere Verzierung, aber das gefällt mir hier nicht. Das müssen wir noch etwas anders, ein bisschen mehr Vertex setzen. Wir machen das mal hier raus und hier auch raus. Da. So, schauen wir uns das nochmal an. Okay, damit können wir was anfangen. Ist gut. Alles klar. Genau. So. Jetzt werden wir. Jetzt haben wir unsere Achse erstellt. Die Form wollen wir jetzt so behalten. So, jetzt haben wir hier ein Scalp-Modell und diesen Stoff hier, was wir gemacht haben. Und jetzt wollen wir die Achse sozusagen jetzt auch mit Sculpt paar Verzierungen setzen, paar Kratzer, ja. Aber dazu müssen wir zuerst hier diese Geschichte hier applyen, diese Modifier. So, und wir fangen von oben an. Applyen, applyen. So, gut. Dann gehen wir auf Sculpt-Modus, genau. Gehen auf Symmetrie auf Y. Ja, warum? Wir wollen das gespiegelt verkehrt haben, dass es von der anderen Seite mit modifiziert wird. Okay. So, dann gehen wir auf Shift-R. Schauen wir mal, wie fein wir es haben wollen. Ja, ungefähr so. Und drücken Steuerung R. So, automatisch ist jetzt sozusagen die Achse gescalpt. Wir können jetzt anfangen, hier die Sache etwas zu verfeinern. Ja, ihr seht ja schon, die Ecken sind schon aufgeweicht, ne? Die können auch danach sehen, wenn wir auf Edit-Modus gehen. Seht ihr das? So. Okay, dann drücken wir F, bisschen größer, und Shift glätten wir mal ein bisschen. Okay. Okay, hier war zu viel. Steuerung Z. Ist nicht so schlimm, wir geben mal. Das ist ja schon richtig gewesen. Genau, hier. Da. Grace. So. Mit Steuerung gedrückt halten, könnt ihr herausziehen. Okay, so. Und hier vielleicht ein bisschen rein. So, hier können wir ein paar Schnitte reinsetzen. Ja,
Geben wir ein bisschen mehr Stärke hier. So. Können wir hier den Skala wieder runtersetzen ein bisschen und jetzt ganz leicht noch kleiner. Bisschen wieder stärker. So, jetzt machen wir hier noch ein paar Risse. Hier noch welche. So. So ungefähr. Vielleicht hinten noch welche. Nehmen wir mal den Sculptron und ziehen mal hier ein bisschen was rüber. Als wäre es eine kleine Schweißnaht. So. So ungefähr. So. Okay. Dann machen wir hier noch eine kleine Bruchstelle. Bisschen größer. So. So. Mit F. Bisschen kleiner und jetzt nach hinten ziehen. Mit Steuerung gedrückt halten natürlich. So. So, mit F wieder vergrößern, mit Shift wieder glätten hier. So. So. Und jetzt hier wieder rein. So, mit Schiff wieder die Seiten glätten. So ungefähr. Ups. So, Steuerung gedrückt. So. So, okay. So, genau. Hier sieht das noch zu rund aus. Bisschen hier, bisschen verbeulen. Hier ein paar Dellen. Genau. Bisschen Shift. Und dann. Okay. So. So, jetzt haben wir unsere Axt fertig geskalbt. Okay. Wir wollen jetzt, wir ändern mal hier den Namen. Das ist Sculpt Model. So, Sculpt Model. Okay. Jetzt erstellen wir eine neue Kollektion. Ups, den schieben wir mal hier rüber. So.
Das ist unser Low Poly. So, wir werden auf diese Kollektion, auf diese Ebene, jetzt auf dieser Achse eine Rhytopology setzen. Ja? Eine Haut drüber setzen mit wenig Meshes. Und dann von diesem Sculpt-Modell wollen wir ein Normal Map erzeugen und dann auf diese Low Poly Mesh übertragen. Ja? So.